Hey Leute, willkommen zum großen Staffelfinale von LS17 auf der Map Sibbersusum. Wir sind in Part 3 angelangt vom großen Verkaufsfinale. Alles werden wir verkaufen, was wir so erwirtschaftet haben. Warum hänge ich denn jetzt hier gerade fest? Das ist jetzt doof in der Ansage. So, wir werden alles verkaufen. Jürgen ist gerade schon fleißig an Strohballen verladen. Dann hat er auch noch Heuballen vor sich. Ich habe dabei 120 Tonnen Maiskorn gerade zu verkaufen. Ja. Und jetzt, Jürgen ist auch da, wie ich gerade gehört habe. Hallo, hallo, ich bin auch da. Sehr schön. So, Jürgen. Was hast du gerade O gemacht? Ist irgendwas wieder vorgefallen? Ich habe abgeladen. Wo? Was? Ja, nur ein Bein, ne, zwei Beine sind Ach runtergefallen. so, das meinst du denn abgeladen? Zu schnell um die Kurve gefahren. Eieieiei. Was ich toll finde natürlich in den LS19 ist, wenn du über das Korn, hast du erstmal gemerkt, wenn du das Korn berührst oder mit Mähwerk Ja, da. das geht wie im Wind. Das weht, also geht hin und her. Also wenn es nur streist, wohl gemerkt. Ja, genau. Aber wenn du drüber fährst mit dem Reifen, dann ist es platt und ist es Ja, weg. natürlich, dann ist es platt, dann ist es weg. Aber das ist echt gut gemacht, vor allem wenn du teilweise drehst, so Sonnenblumen, das sieht, finde ich, echt schon gut aus. Da haben sie wieder Pluspunkt gemacht. Aber was ich vermisse, die wollten doch rein theoretisch standardmäßig den Season-Mod mit reinbringen. Ja, wollten sie. Und ich weiß nicht, was für Probleme es da gab. Ja, aber Das das verstehe ich haben. nicht. Da habe ich mich so oft gefreut auf den Season-Mod, Ja, weil ich mich und mit denen auseinandersetzen wollte. Und dann lassen die mich so im Stich. so, komm, warum hast du dich nicht mit dem 17er damit auseinandergesetzt? Ja, das war dann ein bisschen zu spät und ach, man muss halt genau, ich habe herausgefunden, man muss genau die Tage abpassen, wie viele Tage du wirklich brauchst zum allen machen und dann vielleicht auf Stufe 5, dass das nicht ganz so lange Tage sind, dass nochmal, dass das Drei. im Drei. Verhältnis ist, ne? Es kommt drauf an, wie viele Felder du hast. Als Anfänger im Eigennest hast du 3 Tage genommen. Ja, also ich habe es gemacht hier auf der Silberhusen mit Mod, also mit dem Season Mod. Ging wunderbar. Nachts habe ich dann immer Getreide hergestellt, also Saatgut hergestellt. Ja. Ja. Dann, ich meine, du hast ja noch 4 Felder. Da hast du reichlich Zeit. Ja, das meine ich Aber ja. hast du, sag ich mal, 6 oder 7 Felder und dann die Tiere noch dazu, wo du noch sauber machen musst und, dann musst du schon etwas, also eine große Version nehmen. Aber sonst hier 3 Tage war nicht verkehrt. Das siehst du, da habe ich ja doch recht mit den 3 Tagen. 3 Tagen war gut. Hast du dir schon in LS19 einen Hund gekauft? Ich habe einen Hund, den kannst du sogar am Ball werfen, den bringt er dir sogar. Weißt du, das kriegen sie hin, aber einen Hof bauen vernünftig, das kriegen sie nicht hin. Wo ich denke, warum? Also, darfst du nicht vergessen, da waren hier mehrere, wie soll ich das sagen, mehrere Entwickler und jeder Ja, macht das und natürlich. das. Ne? Und das mit dem Hund, das war, was weiß ich, das war ein Nebenprodukt, nehme ich an. Ja klar, ist so ein kleines Gadget, aber ich habe mich so aufgefreut. Ich bin ja, oh, dieser Ruckler jetzt hier gerade wieder. Ich bin zwar so froh, dass das mein Computer schafft. Ich bin zwar, glaube ich, nicht auf High-End-Technik, oder ich bin, glaube ich, schon hoch. Oder mach auf, doch hoch spiele ich, glaube ich, teilweise. Aber meine 1060er Grafikkarte ist ja halt nicht mehr die allerneueste. Es läuft zwar, es sieht auch gut aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es ist verpixelt oder so. Vielleicht im letzten Livestream, den ersten, wo ich den gestreamt habe, da, oh, das ruckelt hier. Da war es ein bisschen pixelig. Das hing aber daran, dass ich die Megabytes falsch eingestellt hatte. Ja, aber sonst, eigentlich finde ich es relativ gut, aber ich bin ja mal gespannt, was für Mods rauskämen. Aber wir reden ja gerade so viel über Mods. Ich glaube, zu der Zeit, wo dieses Video hier rauskommt, gibt es schon richtig geile Mods. Also das Video ist ja für erst in fast einem Monat. Glaube ich, bis dahin gibt es schon richtig schöne Mods. Ich Gibt habe es. auch schon gesehen bei Facebook, testen sie schon die ersten, testen schon, hier, wie heißt es, die ersten testen schon GPS-Mod. Ey, da war Aber der nur wieder für den Privatverbrauch erstmal.
Ja, logisch, ne? Weil das ist das, was ich auch vermisse bei Giants, weißt du? Die verhandeln ja mit zigtausend Firmen, Ja. ja, damit sie auch diese Sachen da, Die also Marken, ja. ja, die Marken. Und GPS ist ja auch da, mit denen ich verhandelt haben. Nur das verstehe ich nicht. Da gibt es ja zigtausend Firmen, die da das haben. Ich finde zwar auch schön, dass sie bei Facebook alle ihre Maps so zeigen oder was sie neu haben, ne? Das finde ich alles gut alles gut und schön. Und dass sie das auch alles teilen wollen, das finde ich auch okay. Aber wenn sie dann immer so eine. Es gibt auch schon Leute, die haben schon die neuesten, also die Maps, die aktuellen, die man so sonst gespielt hat, haben sie alle schon teilweise schon so ein paar kleine Bilder gesehen oder von schönen Mods oder alles. Aber dann sagen, nö, sie zeigen die Bilder und sagen dann, ja, ist privat, kriegt ihr nicht, ich wollte es euch nur mal zeigen. Das ist, finde ich, auch ein bisschen blöd. Das heißt blöd, das ist die Natur des Menschen. Ja, natürlich, aber Heulen, andersrum. heulen, heulen, heulen. Nach dem Motto: Mein Auto, mein Haus, mein Boot. Ja, also du bist ein Nichts. Ja, das ist so, das ist die Natur des Menschen. Also, mal wer sich darauf einlässt, okay. Ja. Ich Aha, habe ein aha. Wurzelzwerg hier in meinem. Ich wurde gerade schieben. Aha, Ja. ich komme kurz mal gucken und da schmeißt er schon die ersten Sachen runter. Aha. Okay, und jetzt überfährt er mich auch noch. Weißt du was, ich bringe jetzt das weg. Ich habe mich verknüpft. Ich wollte es gerade sagen. Oh, diese Ruckler, die werden immer schlimmer. Jetzt sind sie wieder weg, jetzt sind sie wieder da. Ich verstehe das nicht. So. Oh, hier liegt sogar Geld im Manz. Stimmt, russisch. Was ist das? Was haben die in Russland? Was für eine Währung? Rubel. Rubel? Ja, dann sind es. Rubel. Oh, Jubel, der Rubel rollt. So, das wird, glaube ich, fast, glaube ich, so noch 50.000 drin, glaube ich. Zweimal müsste ich noch fahren. Und dann bauen den Hänger brauchen wir ja dann nicht mehr eigentlich, ne? Den kleinen Weiß ich nicht. Anhänger. Auf dem Hof. Doch, den kleinen Anhänger, kannst du den hier als Flachwagen umbauen? Ach ja, stimmt. Doch, glaube ich, kann ich. Ja, wenn du den als Flachwagen umbauen kannst, dann nehmen wir den hier für Ballen oder was weiß ich. Stimmt. Stimmt, das glaube ich. Glaub, doch, das war doch der, den ich da. Ex ja, der gut. Doch, die Bordwand kannst du ja runterklappen. Stimmt. Ja, machen wir. Dann könnten wir den ja rein theoretisch an den mit an dir dranhängen da. Dann hast du Gut, einen das großen. machen. So, Leute. Dann fahren wir mal wieder hier hin. So, dann gleich mal auf unseren großen Manns umsteigen. Und dann gucken wir mal. Schmeißen wir das mal hier alles raus. So. So. Kippen, sehr schön. Also wir sind jetzt aktuell bei, warte mal, wenn ich das verkauft habe, also wir sind bei über 550.000. Oh, kriege ich endlich meinen Lohn. Ja, warte, da. Da dürfen erstmal die Ballen müssen erstmal verkauft werden, dann können wir drüber reden. Ich meine meinen Lohn für das Maisdreschen. Fürs Lügen habe ich ja Ach noch du, nicht angerechnet. ich hab dir doch gesagt, du durftest dir ein paar Maiskolben mit für nach Hause nehmen. Und du durftest so einen Hightech-Stapler fahren, das war ja wohl Ja, ja, genug. ja, 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 ja. Also Maiskolben waren überflüssig. Bei dem Schweinepest hier war haben. Musst ja so denken, wir packen 1000 Ferkel rein, wir kriegen 200 raus. Oh, jetzt verkauft er. Wir packen 200 raus. 200 kriegen wir raus, das ist die Elite. Das ist so, das sind die besten Schweine von den 1000. Ja. Zuchtschweine. Wow. 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 So, Entschuldigung, ich habe Was mich ich gerade noch kurz. vermisse hier im 19er ist, sind die Fahrgeräusche, wenn du
im Trecker bist und tust Feldarbeit machen. Entweder ob du pflügen tust, Okay. diese Federgeräusche vom Sitz, beziehungsweise diese Pfeifgeräusche von der Hydraulik, ja, also Na. die vermisse ich. Aber du hast mittlerweile Sound, wenn du was auflädst, dann geht die Drehzahl höher. Ja. Das haben, wenn ich hier, ich habe beim Kalken das gesehen. Und was ich festgestellt habe, ich habe ja meinen Trecker habe ich ja also eingekalkt. Ich wurde ja eingefahren von so einem Betonmischer. Ach, du wurdest angefahren? Ich wurde eingefahren vom, also ich bin jetzt, na gut, also ich habe die Kurve nicht ganz gekriegt und der hat mich gebremst. Ja, ich habe gebremst, aber der hat mich auf Seite reingepackt, hat mich eingekeilt. Ja. So, ich bin also solo nicht rausgekommen, weil ich auch auf Seite lag. Also habe ich den Wagen, also den Trecker zurückgesetzt. Ja. So, und anschließend durfte ich tanken fahren. War ja leer, oder wie? Der war leer. Durch das Zurücksetzen ist er leer. Ich habe dann das nochmal getestet, weil ich gewundert habe, wieso. Ich habe doch gerade getankt, wieso muss ich schon wieder tanken? Ja. Dann habe ich den also wissentlich nochmal, also abgespeichert und dann nochmal zurückgesetzt. Und dann nur, um das zu sehen. Ja. Ja, der Tank ist leer. Okay. Ja, vielleicht von zurücksetzen. Es gibt ja auch mittlerweile auch, dass die kaputt gehen, ne? Ja, du musst reparieren. Ja. Das ist auch vernünftig so. Ja, das finde ich auch. Was du Aber nur, natürlich. Ja? das ist aber nur der natürliche Verschleiß. Also wenn du irgendwo nicht so wie damals, wie den beim 15er, den wir Mod drin hatten, wo du irgendwo gegengebrettert bist, Ja. dann ist er. Dass du dann reparieren musst, das ist es nicht. Nee, das weiß ich, aber das finde ich geil. Und vor allem, die werden ja dann billiger, die Maschinen. Ich würde auch mal schön finden, dass sie im Handel vielleicht einen Gebrauchhandel, also für Gebrauchteile, also weißt du, was ich Ah, meine? So, dass sie das vielleicht mal reinbringen. Oder du kannst den, die brauchen ja nicht eine extra Kategorie machen. Also du gehst auch, sagen wir, auf den Traktor, sagen wir, Fendt 500, 120.000 neu, machst du auf alt, hat der paar Rostflecken, kostet nur 60 oder 70.000, ne? Dass du da so zwei Varianten drin haben. Ich finde es ja mittlerweile schön, dass du dir auch die Sachen ansehen kannst. deine Variante, was du vorgeschlagen hast, wäre nicht verkehrt. Also, sag ich mal, du kaufst sie im reellen Leben ja auch, ja, gebrauchte Ja. Maschinen, die denn, damit du das, sag ich mal, richtig einsteigen kannst, um Genau. dann anschließend auf neue Maschinen umzusteigen. Das so habe ich ja damals Genau. hier, Silverhusum habe ich ja so auch angefangen. Ich habe ja fast alles verkauft und habe dann hier Ostalgie-Maschinen geholt, die Ja. billiger waren. Ja, und habe dann dadurch meinen Grundstock dann aufgemacht. Es gibt ja auch die Mod, wie heißt es? Es gibt verschiedene Mods, da sind auch Gerätschaften so auf alt getrimmt und dafür sind sie auch günstiger. Die Mod gibt es ja. Ja. So, bin ich jetzt so weit weg? Ja. Ne. Moment. So, die letzte Fuhr verkaufe ich jetzt, weil die letzten 3000 Korn kann drin bleiben, das ist jetzt nicht mehr so wild. Ja, glaube, das ist echt gewöhnungsbedürftig hier. So, dann werde ich dir gleich den Hänger bringen. Ich werde nochmal schnell meinen Manns nochmal schnell umkonfigurieren, dass ich jetzt Tiere fahren kann. Und wir sind jetzt bei 620.000. Also so ein bisschen vom Kuchen kriegst du, Jürgen. Das ist nett. Auf Soll ich welches mal Konto soll ich dir denn überweisen? auf mein Konto? Ein Konto gebe ich dir dann an. Sehr schön. Ja, so Sparkasse Braunschweig. Die Nummer schreibe ich dir noch. Ja, also sagen tue ich nicht, sonst buchen andere ab. Das möchte ich nicht. Ah, von den drei Leuten, die zugucken, und einer bist du ja von, vielleicht buchst du ja selber was ab und drauf. Nee, wieso? Du hast auch etliche. Also du hast mindestens immer etliche Daumen hoch. 5 Stück mindestens.
Ja, so ein paar. Also jetzt, ich habe festgestellt, seit LS19 ging es hoch. Also ich habe jetzt in dem Monat, ich habe so viele Abos, wie ich jetzt in dem Monat bekommen habe ich nicht. Ich bin jetzt aktuell bei 76, also jetzt gerade, wo wir die Folge aufnehmen, bei 76 Abos. Ich Muss habe da zu meiner zu... Schande sagen, also ich habe die letzten zwei nicht gesehen. Was? Ich habe sie nicht gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit LS19 oder LS17 als solches am Mittwoch aufgehört. Ich habe seitdem bin ich nicht mehr reingegangen, habe kein Spiel angefasst. Erst heute wieder. Okay, LS, das, hab's mir auch gedacht, dass LS9, 17 auch dann wahrscheinlich nicht mehr geguckt wird, aber so ein paar Klicks, glaube ich, 5 oder 15 Klicks, warte mal. Ich kann ja mal kurz gucken, mal kurz, er fährt mal kurz alleine, warte mal kurz. Ich kann es ja gerade gucken, wir sind in der heutigen Zeit, da kann ich mit dem Handy so vieles gucken. So, warte mal, nicht, dass er von der Straße fährt. YouTube-Kanal, Bürgerim LP, so, zack, Videos. So, gucken wir mal. LS17. 15 Klicks. Die letzte Folge kam ja am Mittwoch raus. Also trotz am Mittwoch, das war ein Tag nach dem LS19 rauskam. Ja, also viele stürzen sich, habe ich ja damals auch gemacht, wie 17 rauskam, habe ich mir die ganzen Maps, also ich habe mindestens noch einen Monat oder 2 Monate noch ein 15er weitergespielt, weil die Modder ihre Maps und ihre Mods alle freigegeben haben. Ja. Das machen sie jetzt ja wieder. Du, also so viele Karten, die jetzt gerade rausgekommen sind, wenn 17er und Mods rausgekommen sind, das ist Wahnsinn. Ja, und dann gucken viele Leute noch die Let's Play an und holen sich noch Hilfe. Ja. Weil im Endeffekt, es ändert sich ja nicht viel. Es Nee. ändert sich fast gar nicht. So, ich habe dir da mal schon den Hänger vorbereitet. Ich bringe ihn dir hin. Aber ich weiß nicht, wie viel du da kannst. Vielleicht, wenn du gut bist, 4 bis 6 draufkriegen. Ich habe ihn dir auch komplett aufgeklappt. Also, ich habe dir alles vorbereitet. Das ist nicht. Guck mal, ich setze. Nur keine vernünftige Gabe. Du kannst dir noch eine kaufen. Nein, ich will keine kaufen. Keine kaufen. Soll ich dir die zusammenhängen? Ah, das geht gar nicht. Was ist jetzt los? Ach so, Entschuldigung. Nee, aber da ist. Ist irgendwas verpackt. Der ist doch nicht leer. Da ist immer noch das ganze Korn drauf. Nee, bei mir ist er leer. Und ich Ja, habe Korn drauf. warte mal, dann steig noch mal kurz gleich in den rein. Steig mal rein. Das ist bestimmt nur wieder so ein, was noch nicht aktualisiert ist oder so. Musst du gleich mal in den Mann steigen. Er steht schon wieder im Weg, ne? Lass ihn stehen, lass ihn stehen, bleib ruhig, bleib ruhig. Okay. Ja, siehst du? Für mich ist das noch Ja, dann geladen. steig mal in den ein. Er ist immer noch beladen. Wie ist immer noch beladen? Bei mir ist er leer. Nee, bei mir ist er beladen. Warte mal, ja, warte mal, jetzt testen wir mal was. Ich sag mal, du kannst laden. Bin ich jetzt bei dir drin? Du bist doch, du hast geladen, ja, du lädst. Und wenn ich bei mir sitze, hast du hochgestapelt. So. Jetzt ist schwer. Also auf der einen Seite könntest du vielleicht nochmal 3 machen. Aber das müsstest du vielleicht nochmal ein bisschen gerade hinstellen. Aber ich glaube, die kann man gar nicht zusammenklappen. Warte mal. Ich kann nicht rein, ich kann nicht laden. Ich kann nicht laden, Kannst. ich kann nicht laden, weil da war ein volles. Dann müsste den halt in der nächsten Folge, dann müssen wir gleich nochmal dann. Gleich nochmal das Spiel neu laden. Oder du musst dich dann gleich nochmal ausloggen. Das können wir aber gleich machen. Warte mal, ich guck mal sowieso, wie spät wir es haben. Zack.
Aber Jürgen, Was? du wirst es nicht glauben, wir sind schon wieder fertig mit einer Folge. Ja, Anhängerladen dauert also eine halbe Stunde. Gut, so, Leute, ihr seht es, Jürgen, der ist ja fleißig irgendwie am Machen. Da liegen Ballen, da liegen Ballen. Dafür kriegt er auch. Da ziehen wir gleich mal ein bisschen was ab vom Gehalt. Ich sage euch, Leute, wir sehen uns in einer. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Let's Play LS17 auf der Map Silversusum. Und Leute, gleich prügelt er mich. Wir sind immer noch dabei, im Finale alles zu verkaufen. Wir wollen nichts cheaten, wir wollen uns alles richtig verkaufen. Das sind wir der Map schuldig, die so gut ist. Und Jürgen macht es ja auch Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich könnte jetzt sagen, lasst uns Kommentare da und Feedback könnt ihr zwar machen, aber das ist dann schon alles aufgenommen und wir können nichts mehr ändern und es bringt jetzt sowieso nichts, weil wir das Finale so aufnehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.